Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal nicht auf dem Screen, sondern heute geht es um mein ferngesteuertes Benzinauto, der Rally Rex X. Und zwar hatte ich das Problem, dass bei der Kupplung, bei der Motorkupplung ein Teil kaputt gegangen ist bzw. fehlte. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man dieses Teil repariert. Und am Ende werde ich noch ein paar Aufnahmen von dem voll funktionsfähigen Auto zeigen. So Leute, jetzt seht ihr hier den ausgebauten Motor von dem Rex X. Und wie ihr seht, auf der Kupplung dort ist einfach so ein Stab und da sind irgendwelche Teile nicht vorhanden. Das war auch ziemlich schwierig herauszufinden. Auf jeden Fall gehört dieses Ding, was ich gerade in der Hand habe, dieses Zahnrad, da drauf. Aber wenn man das da drauf steckt, dann dreht sich das einfach komplett durch und ist nicht stabil. Und für diese Reparatur habe ich mir dann ein paar Teile aus der Bedienungsanleitung zusammengesucht, die ich gekauft habe. Das sind so Unterlegscheiben und ein paar Kugellager. Das sind dann noch die Schrauben vom Motor und damit kann ich das hoffentlich reparieren. So Leute, dann fangen wir mal an. Also ich habe hier die Bedienungsanleitung und hier sieht man, wie die Teile zusammenkommen mit den zwei Kugellagern und dann noch die Schraube mit der Unterlegscheibe. Und das werden wir jetzt auch umsetzen. Wir nehmen jetzt hier mal das eine Kugellager. Das ist das erste Teil und das schieben wir dann da drauf. Danach kommt dieses Teil hier drauf, und zwar so. Aha. Das macht hier auch schon mehr Sinn. Dann kommt der zweite Bearing, den stecken wir jetzt hier drauf. Aha. Es sieht schon besser aus. Und dann kommt eine Unterlegscheibe. Jetzt ist nur die Frage, welche, weil wir haben hier unterschiedliche. Ich vermute mal, diese hier ist wahrscheinlich zu groß. Das müssten die kleinen goldenen hier sein. Ich setze die jetzt mal hier drauf. Perfekt. Und jetzt kommt die Schraube. Oh Gott. Ich hole mir mal einen Akkuschrauber zur Hilfe. Richtig einstellen. Falls ihr euch fragt, wie ich diesen Aufsatz für den Akkuschrauber bekommen habe, ich habe einfach so einen Allen Wrench, so ein L-Ding genommen und dieses L-Stück abgeschnitten und das vorne eingespannt. Scheint gut zu funktionieren. Fester geht nicht mehr. Und somit, das Teil wackelt zwar immer noch ein bisschen. Ganz ehrlich, würde ich hier noch einen zweiten reintun von denen. Obwohl das jetzt hier in dem Fall nicht steht. Man sieht ja, also man sieht das jetzt hier auf der Kamera, seht das wahrscheinlich nicht, dass es hier eigentlich noch ein Stück Platz hat und das wackelt noch ein bisschen. Also werde ich jetzt hier noch einen zweiten reinmachen. So, ich habe jetzt alles vorbereitet. Das Teil ist wieder ordnungsgemäß drauf. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen das Auto. Das ist das Rally Rex X Modell. Ich habe es schon seit 5 Jahren und es ist wirklich sehr gut. Im Vergleich zu den Elektroautos hält es sehr gut und es hat schon viel durchgemacht. So, dann nehmen wir den mal den Motor und den packen wir da so rein auf die Halterung und dann haben wir die Schrauben und die müssen wir jetzt gleich reindrehen. Ich wechsle schnell das Bit auf meinem Schraubendreher, also auf dem Akkuschrauber. Machen wir das mal auf hier. So. Und dann drehen wir das Ganze mal um
Und dann können wir, aha, die Schrauben, die können sich so seitlich verschieben, weil die Schlitze etwas breiter sind. Da wissen wir noch nicht ganz, wie das reinkommt. Wir schrauben das jetzt einfach mal so locker drauf, dass wir das dann am Ende noch fein justieren können. Ich benutze erstmal nur zwei Schrauben dafür. Das sollte eigentlich reichen, dass es erstmal vorübergehend hält. So. Und jetzt ist der Motor fest drin. So, das Getriebe muss jetzt hier rein. Da tun wir die Bremsscheibe zwischen diese zwei, diese Bremsklemme oder wie auch immer das ist. Und dann tun wir die Bremsscheibe quasi zwischen die zwei Balken. Und dann kann man das so reinschieben. Und die zwei Balken, die werden dann zusammengedrückt. Und jetzt Und so ist das drin. Und jetzt dreht es sich auch schon wunderbar. Und wie man sieht, das Zahnrad dreht sich auch schon. Wenn man jetzt hier bremst, dann ist blockiert. Super. Ach Leute, ich bin blöd. Ich habe noch vergessen, den Dogbone reinzumachen. Den mache ich jetzt hier gerade rein. Den habe ich da hinten reingelegt. Das ist die Welle quasi, die von dem Getriebe in das hintere, in die hintere Gearbox geht. Und dann packen wir das einfach wie vorher wieder hier rein. So. Und jetzt müsste hinten auch der Dogbone fest drin sein. Wie man sieht, wenn man das Auto jetzt bewegt. So Leute, jetzt kommt hier noch das Plastik drauf. Diese Plastikstücke, die das Getriebe festhalten. Seite kommt noch ein Teil. Und dann so, Leute, alle Schrauben sind drin. Die Schrauben, die ihr hinten nicht gesehen habt, die habe ich noch reingedreht. Ich habe den Tank reingemacht. Da fehlte noch so ein Aluminiumteil. Das habe ich jetzt auch. Und jetzt noch der Gashebel. Der muss hier noch an den Servo festgemacht werden, dass wir auch Gas geben können. Und dann ein neues Paar Reifen. So, jetzt machen wir noch eine mit Heißleim improvisierte GoPro-Halterung drauf, hinten auf den Spoiler-Dings. Das hält super. Habe ich schon öfters gemacht. An dieser Stelle ist das Video zu Ende. Ich werde mich ganz herzlich bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Like da, wenn es euch geholfen hat. Lasst einen Kommentar, was ich sonst noch für Videos machen soll. Danke fürs Zusehen und tschüss.